Ja, hallo meine lieben Freunde, ich begrüße euch zu einem kurzen Video. Ich bin auf meinem Kanal gefragt worden, wie ich es geschafft hätte, letztes Jahr, also hier in 2021, ich glaube, das waren 89 oder fast 90 Dateien zu erstellen. Ich weiß nicht, wie die Frage gemeint war, aber man meinte, wie ich das schaffen konnte, so viel Konstruktion zu machen. Ihr wisst ja, ich bin Rentner, ich habe Zeit. Aber ich habe das ehrlich gesagt so verstanden, wie kann ich das hier speichern und ablegen und vor allen Dingen, wenn ich meine Lizenz verlängere, und da verweise ich auf mein Video, was ich darüber gemacht habe, wie kannst du diese kostenfreie Lizenz, wenn du, was ist, glaube ich, die Schwelle, irgendwas kleiner als 5.000 oder 6.000 Euro oder Dollar Jahresumsatz nicht erreichst, dann kannst du das in dieser kostenlosen Version nutzen. Und das finde ich mega klasse von Autodesk und ich bedanke mich da in aller schärfster Form. Ja, ich habe dann gesagt, ich mache da mal ein Video drüber, weil ich ohnehin hier mal einsteigen will. Es wird hier einfach alles unter Admin-Projekt gespeichert und wie ihr seht, habe ich hier, das ist standardmäßig Fusionsarchiv, und wie ihr seht, habe ich hier schon mir mal drei Verzeichnisse angelegt. Dann klickst du hier drauf, umbenennen kannst du, mit rechten Mausklick war das eben, ja. Und wenn ich hier einen Doppelklick drauf mache, dann habe ich in diesem Jahr erst die zwei Sachen konstruiert und hier auf dem Autodesk-Server abgelegt. Und das ist ja das Geile, ne? Ich muss mich noch nicht mal mehr hier um, wie früher, CDs brennen oder Datensicherung irgendwo auf einer Festplatte. Das liegt hier und ich komme jederzeit dran. Ja. Also ich habe hier zum Beispiel den Zirkel, den ich gerade am Bauen bin. Also ich habe hier Zeichnungen erstellt. Hier, ich zeige euch mal. Ich habe hier einen Zirkel, das ist das eine Teil, und dann gucken wir uns auch noch das andere dazu an, ja, und das ist das eine Zirkelteil, das ist das andere Zirkelteil, und hier wird eine Spitze eingeklemmt und hier unten kommt noch der Stift, hier ein Bleistift durch und hier eine Schraube, eine Klemmschraube, und dann kann der Schenkel, der hier hinten mit dran gehört, und der Schenkel auf und zu geklappt werden. So, das hab, da bin ich im Moment dran, ja. Habe das Ding auch noch nicht gebaut und es ist mir auch das erste Mal gelungen, aus der Konstruktion eine Zeichnung, die ich gerade lade, zu erstellen. Und da kommt auch die Zeichnung, und wo ist sie? Da kommt sie, ne? Also auch die Bemaßung ist dann möglich. Das fand ich so mega stark, ja. Wobei ich so ein Bastler bin, ich brauche da, auch wenn ich den Zirkel aus Holz mache, nicht unbedingt eine Zeichnung. Aber es hat mich halt sehr interessiert und ich fand es mega stark, dass das so ohne weiteres möglich ist. Okay, darum soll es ja jetzt hier in dem Video gar nicht gehen. Die Frage war, wie kann ich hier Unterverzeichnisse erstellen? Und das Geheimnis liegt hier drin, ja, Einstellung. Ja. Nichts zu finden. Ach, hier müssen wir drauf gehen. Das ist nämlich der Punkt. So, und jetzt auf meinem anderen Bildschirm geht er über das Internet auf den Autodesk-Server und hier bin ich direkt, gelange ich direkt, wenn ich das Ding hier anklicke, na, da sieht man auch die Weltkugel, ja, komme ich direkt hier drauf und dann habe ich hier die gleiche Verzeichnisstruktur, ne? Und hier ist es allerdings anders sortiert. Hier unten ist der Kindergeburtstag, die 7, ja, und wahrscheinlich kann ich das auch zurück zur Liste. Was ist das? Ja, so,
Und hier drauf angeheftet, mein Eigentum für mich freigegeben, alle Projekte. Das führt alles zu weit. Jedenfalls, hier kann ich im Verzeichnis Admin Project. Na, also hier komme ich auch nicht weiter. So, hier drüben ist es, neuer Ordner. Also ich bin hier auf meinem Admin-Projekt-Ordner und könnte hier eine Datei hochladen und kann hier aber auch einen neuen Ordner erstellen, den ich einfach mal New nenne. Ja? Und den erstellen wir jetzt. Und siehe da, hier ist er vorhanden. Und dann gucken wir mal hier drüben. Hier wird noch aktualisiert. Hier, jetzt ist er da. Hier, mein New. Ja? So, jetzt habe ich da den New. Und hier mein ist wieder verschwunden. Jetzt gehen wir hier nochmal drauf. Da muss das halt nochmal laden. Und genauso kann ich hier jetzt direkt drauf gehen auf die drei Punkte. Ja, und dann geht das auf und dann kann ich ihn auch wieder löschen oder verschieben oder umbenennen. Ja, also ich lösche nicht, ich brauche den nämlich nicht. Ja, löscht das Ding wieder weg. Ja, das hat er sich da oben verfärbt. Und jetzt kann ich hier drin die Dateien verschieben. Jetzt probieren wir das erstmal, ob ich hier meinen Kindergeburtstag, da habe ich die 7, ob ich die 7, die kann ich nämlich nicht da hoch verschieben. Das geht hier nämlich nicht, ja? Sie ist schreibgeschützt, okay, dann machen wir sie mal bearbeitbar. Und ich kann sie immer noch nicht verschieben. Also können wir das Ding auch wieder schreibgeschützten Modus aktivieren. Weil du kannst sowieso nur maximal 10 oder 12 Dateien als bearbeitbar haben. In der kostenlosen Version. Unendlich viele, glaube ich, in der Bezahlversion. Aber da kann man doch gut mit leben. Mensch, da habe ich hier die Nahlinsen mir konstruiert. Hier. Ja, also für meine Panasonic Filmkamera schalten wir jetzt auf schreibgeschützt. Jawohl. Ja. So, jetzt können wir das Ding beenden. Also ich kann hier meine Dateien, die habe ich alle schon in 2022 erstellt, ja. Und die möchte ich natürlich gerne in 2022 verschoben haben. Und das geht eben hier nicht. Also muss ich Dateien wurden aktualisiert, so, und hier muss ich drauf gehen. Ach, der macht dann jedes Mal hier einen neuen Reiter auf, braucht man nicht. Ja. So, und hier kann ich nämlich den Kindergeburtstag nehmen und dahin verschieben. Also so geht's nicht. Du kannst nicht einfach hier mit Drag and Drop das dahin schieben. Ja. Also ist nicht möglich. Geht nur, indem ich hierher gehe und sage hier verschieben. Wohin? Hier. Das muss man anklicken und dann in 2022 und dahin verschieben. So, das nächste
Fürs Bandsägeblatt habe ich das mal gemacht. Verschieben. Wohin? Hier Adminprojekt 2022 öffnen. Jetzt ist geöffnet. Dann muss man es auswählen und dann verschieben. Bohrerschleifvorrichtung. Verschieben. Wohin willst du es verschieben? Auswählen, verschieben. Und so kann man hier den Server voll konstruieren. Ich finde das sowas von klasse, dass selbst die noch auf meine Dateien aufpassen. Ja, ich hoffe, ich habe euch damit was helfen können und ihr entdeckt hier mit mir zusammen noch so ein paar weitere Feinheiten bei Autodesk Fusion 360. Ja, meine Lieben, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald mal wieder. Und ich sage wie immer, bye bye, sagt der Bastelei.